Meine lieben Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Eine Woche ist vergangen und es ist früh am Morgen. Okay, nicht ganz so früh. Ich weiß nicht, ob 10 sehr früh ist, aber es ist früh für Wochenende. Und ich setze mich jetzt mal ganz kurz an den PC und gucke mal, was es so gibt. Und dann gehen wir in die Küche, denn es gibt heute was Leckeres. Da freue ich mich schon. Ja, also liebe Leute, bei mir auf YouTube passt alles. Er hat heute noch 2 Videos hochgeladen. Sehr gut. Ja, gestern war irgendwie der Upload, oder die letzten paar Tage war der Upload immer so scheiße. Ich weiß nicht, der hat immer nur ein Video in einer Nacht oder einen Tag geschafft. Und heute Nacht hat er wohl 2 Videos geschafft. Irgendwas, glaube ich, liegt da in Ordnung. Und das ist ziemlich scheiße, wenn ich nur ein Video am Tag schaffe hochzuladen, beziehungsweise 2 in 24 Stunden. Weil das ist dann ziemlich eng. Weil ich 2 Videos bis 3 Videos am Tag veröffentliche. Und wenn ich nur 2 hochladen kann, dann geht das nicht. Das funktioniert so nicht. Und ja, genau. Aber heute Nacht war wohl wieder gut. Keine Ahnung. So. Und ich gehe jetzt frühstücken. Und wir gucken mal, was es heute so gibt. Was macht Xaob so auf sein Brot? Butter. Aber nicht zu viel. Was Fruchtiges. Maracuja-Mango. Und Himbeere. Eine Orange. Honig. Nun, Steuererklärung erledigt. High five. Nee, war das erste Mal, dass wir unsere Steuererklärung selber gemacht haben. Und ja, wir haben uns irgendwie immer davor gefürchtet. Ich weiß nicht, warum sich immer alle davor fürchten. Klar, es ist Arbeit, man muss viel machen. Das Gute ist, wir haben nicht so viel zum Angeben oder zu machen. Deswegen ist es ziemlich einfach, wenn man natürlich irgendwie viele Anlagen hat und keine Ahnung was und dann vielleicht nur Eigentum und keine Ahnung, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen komplizierter, aber selbst das, glaube ich, kriegt man irgendwie hin, denke ich. Und naja, auf jeden Fall, in unserem Fall, super schön gelaufen. Wir müssen jetzt warten, bis der Aktivierungscode per Post gekommen ist und dann können wir die Steuererklärung wegschicken und dann in ein paar Monaten Money. Ja, genau. Nee, aber das Geld ist wahrscheinlich eh in ein paar Tagen wieder weg, weil wir immer irgendwas machen müssen und tun müssen. Und ja, wirklich Reichtum ist das ja dann auch nicht. So, ja. Schön. Das ist halbe Woche, das dreiviertel Wochenende schon wieder rum. Jetzt können wir vielleicht mal was machen, was Spaß macht. Ja, jetzt können wir was machen, was wir nicht machen müssen. Also wirklich irgendwie, wir wollen mal ein bisschen VR spielen heute. Ja, genau, und vielleicht mal einen Film heute Abend schauen oder so, mal gucken. Ja. Ein bisschen Freizeit. Das ist echt krass. Der ganze Samstag gearbeitet, bisschen hier was da gemacht. Gut, abends haben wir 1-2 Stunden gestreamt. Das war ja dann eigentlich auch Spaß. Aber ansonsten ist eigentlich ein ganzer Tag nur der, wo Wochenende ist, verplempert viel Zeit, was man nicht so gerne macht. Du hast gearbeitet, ich habe die Wohnung ein bisschen aufgeräumt und sauber gemacht und dann waren wir einkaufen. Ja, voll krass. Und jetzt Sonntag Steuererklärung, jetzt ist der halbe Tag auch schon fast wieder rum und jetzt können wir endlich mal, die Hunde wollen noch raus und dann können wir endlich mal ein bisschen was für uns machen. Ja. Und dann ist schon wieder Montag, ja, da geht es wieder von vorne los. Aber gut, Steuererklärung macht mehr zum Glück nur einmal im Jahr. Ja, genau. Es hat 10 Grad! 10 Grad! Wir waren gerade mit den Hunden draußen und ich schwitze im Winter. Voll krass. Es hat wirklich 10 Grad draußen. Das ist so verdammt schön draußen. Man sieht gar nichts, weil die Sonne so strahlt. Ja. Das ist echt schön. Nee, wirklich. Aber das macht fröhlich, das lässt einen grinsen und man spürt die Wärme und ja. Du bearbeitest gerade ein Video, oder? Ja, richtig. Magst du mir danach beim Essen machen helfen? Ich helfe dir dann beim Essen. Okay, dann fange ich jetzt an und du hilfst mir dann. Alles klar. Okay. Bis gleich da drüben. Wollen wir mal rübergehen? Hallo, kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mich gerufen? Guten Tag, grüß Gott. Was kann ich denn tun? Rote Beete und Karotten in Stifte schneiden. Ja, Stifte schneiden. Das hier ist übrigens orangene Beete. Orangene Beete. Ich will mal probieren. Nein. Kann man die roh essen? Keine Ahnung. Ich will mal probieren. Probier mal. Schmeckt wie rote Beete. Lecker. Okay, dann helfe ich dir mal. Wow, das ist viel Gemüse. Mal schauen, wie es gebacken aussieht. 16 Uhr, wir schaffen es endlich Mittag zu essen. Mhm. Und so
sieht das Ganze jetzt fertig aus. Und das sieht verdammt gut aus. Und das gönnen wir uns jetzt. Das gönnen wir uns jetzt. Und ja, somit endet der Stream für heute. Der Stream. Der Vlog. Der Vlog, genau. Wir werden jetzt gemütlich essen. Und dann werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen was spielen. Mal gucken, was wir genau spielen. Vielleicht VR, vielleicht auch ein Brettspiel. Hm? Und ja, und dann klingt der Sonntag aus. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn das der Fall ist, like da lassen. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, das hatte ich nämlich schon vergessen. Was frühstückt ihr eigentlich zum Morgen oder zum Mittag? Das würde mich mal interessieren. Und ja, dann sage ich Tschüss.